Vier Zigarren liegen vor dir auf dem Tisch, Sebastian. Kleine, dicke, große, lange, spitze laufend und mittel und so weiter und so fort. Aber was hast du denn mit denen auf sich? Ja, ist eine merkwürdige Sache heute. Das weiß keiner so recht. Oder wir wissen schon, aber irgendwie macht es erstmal so keinen Sinn. Vier Zigarren, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Deckblätter, unterschiedliche Herkunftsländer. Um was soll es heute gehen? Tja, wir haben uns gedacht, wir kommen mal wieder auf das Thema unterbewertete Zigarren zurück, weil das zum einen uns total interessiert, aber für einen Kunden ja noch viel spannender ist. Das heißt, welche Zigarren kosten eigentlich zu wenig? Ja? Welche schmecken sehr interessant und kosten dafür eigentlich viel zu wenig? Und da haben wir zum ersten eine Zigarre, die auch sehr frisch auf dem deutschen Markt ist und sicher keinen Schönheitswettbewerb gewinnen wird. Das ist die Fat Lady mit dunklem Gewand. Tja, die Banderole werden wir nochmal überarbeiten müssen. Aber die hat's wirklich geschmacklich in sich und der Preis ist halt auch hier der Knaller. Wenn man die vergleicht mit den Napp-Zigarren, die im Laufe der Jahre immer teurer wurden und jetzt bei ungefähr 10 Euro oder über 10 Euro liegen, hat man hier ein Schnäppchen. Die Fat Lady kostet gerade mal 6,90 Euro und dafür kriegt man sehr ausgewogenen, harmonischen und schokoladigen Rauchgenuss. Das wäre das erste Beispiel der unterbewerteten Zigarren. Dann, ja, kontinuierlich unterbewertet, kann man sagen, ist die Marke Casa de Torres aus Nicaragua. Hier die Salomones Extra, eine wunderschöne Doppelfigurado, sehr schwer zu fertigen. Die bringen immer einen schönen cremigen Rauchgenuss, nicht zu kräftig, mit viel holzigen Aromen, Kakaonoten. Mal sind Spuren von Bitterkeit mit dabei, aber insgesamt ein sehr harmonischer, milder bis mittelkräftiger Rauchgenuss. Und die kostet gerade mal im Jahr 2021 7,40 Euro. Und das ist tatsächlich ein Schnäppchen für so eine schöne Zigarre. Spannender oder außergewöhnlicher von der Aromatik wird es bei der hier. Macanudo hat komplett die Inspirado-Serie überarbeitet und ganz tolle neue Zigarren auf den Markt gebracht in den letzten Jahren. Und auch hier mit, man muss sagen, einem sensationellen Preis Genussverhältnis. Hier die Inspirado Red Gigante, kostet gerade mal 7,30 Euro und hat eben eine sehr interessante Aromatik, ist vielschichtig und jeder Zug macht Spaß bei der und man hat ja, bis zu 1,5 Stunden Rauchgenuss. Wir schließen die Runde der unterbewerteten Zigarren ab mit einem unserer Lieblinge, die Victor Calvo Sungrown Gran Robusto, glaube ich, heißt sie. Auch ein milder bis mittelkräftiger Rauchgenuss mit sehr spannenden Aromen. Brotige Nuancen sind da mit dabei, verschiedene Gewürze und insgesamt eben sehr ausgewogen, vielschichtig und spannend. Für 6,90 Euro muss man einfach zuschlagen. Ja, das ist der kurze Überblick über vier wunderbare, unterbewertete Zigarren, die jeder kennen sollte. Ja, vielen Dank für den Überblick. Sehr gerne.